Wir befassen uns in den nächsten zwei Untersuchungsausschusstagen mit dem Bereich Justiz. Gerade in der Justiz gibt es ja sehr, sehr viele Ungereimtheiten, die es aufzudecken gilt. In erster Linie werden wir uns heute mit dem Sektionschef Bilnacek befassen, der ja, wie wir wissen, von Justizministerin Sadic entmachtet worden ist. Da geht es darum, um einmal herauszufinden, welche Rolle das er tatsächlich gespielt hat, wo er vielleicht die eine oder andere Strippe gezogen hat und wie es auch mit seinen Connections in Richtung des schwarzen Universums ausschaut. Insgesamt ist es uns wichtig, einmal die verschiedenen Meinungen aus der Justiz zu hören, warum dieses Video zum Beispiel, das Ibiza-Video, wie eine heiße Kartoffel behandelt wird, von einer Stelle zur nächsten geschoben wird und dann doch nicht angenommen wird und schlussendlich nicht im Ausschuss landet. Da, glaube ich, muss man vorgehen wie ein Familienvater. Wenn ein paar Kinder miteinander streiten, muss man die einmal separieren, getrennt voneinander befragen und dann wird man sich als Elternteil ein Bild darüber machen, was tatsächlich passiert ist.